Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. Wir sind in Seattle in der Quarantänezone angekommen und müssen jetzt erstmal das Haupttor öffnen, damit Dina und Shimmer durch können. Das war ziemlich laut. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Hallo, ich glaube, dass es in einem Ort namens Seravena-Basis ein WLF versteckt gibt. Seravena. Andere Seite. Und finden hoffentlich den ersten WLF. Bring ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Ja, man muss sich nur umgucken. Man wird belohnt. Oh shit, da. Seravena Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am Hadfedra-Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Die Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Okay, dann mal los. Kein Benzin mehr. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Also, wo sind wir? Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht wieder drin? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch.
Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden Art. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Es wird nicht heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir. Mist. Lass du lieber abhauen. Entscheide du. Tragenschutzwesten. Waren alle. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Wo sind wir? Glaubst du, das ist die Bank? Ist wohl eine Bank. Schickimicki. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. So. Ja, die Kollegen hatten ziemlich Pech, Alter. Genau an den Tag, wo das ausgebrochen ist, haben die eine Bank ausgeraubt. Also die stand nicht so geil. So, Uncharted Easter Egg noch. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Was war es? Aus Kleinen steht Großes irgendwie. Großes aus Kleinen Ursprung? Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, Großes aus Kleinen Ursprung. Okay, jetzt sind wir fertig. Huch.
Halt, warte mal. Das ist ja noch. Hey, das ist noch wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das war echt Wahnsinn. Okay, suchen wir das Benzin. Was haben wir denn hier? Ich glaube, da waren wir schon. Ja, das ist erwähnt die Bank. Stabil? Keine Ahnung. Vorsicht. Geschafft. Also relativ lustig, diese Karte hier. Das ist nämlich Neil Druckmann, der Chef von Naughty Dog. Der hat sich natürlich auch hier verewigt. Nur heißt er hier nicht Druckmann, sondern Ackman. Und ich glaube, er ist ein Schurke, oder? Oder ist er neutral? Der Ackman, Alter. Okay, das war wohl alles. Ich gehe mal davon aus, dass hier wieder nichts drin liegen wird. Hier ist, glaube ich, nie was. Ja. Immer dasselbe. Jemand hat hier gecampt. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Seh dir mal den Panzer an. Irgendwie traurig. Tja, die wurden hier von dem Mob erledigt. Ich hab so ein Ding nie in Aktion gesehen. Ihr geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. So will ich nicht abtreten. Passt wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Bei einer der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Treibstoffausgabe. Na bitte. Hey,
Edra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Spring und Fünfte. Ich frage mich ja, wie lange die gebraucht haben, um hier nach Seattle herzukommen. Weil da war ja noch Schnee, da war Winter. Gehen wir mal davon aus, es war dann wahrscheinlich November, Dezember, wo die dort noch in Jackson waren. Da würde ich sagen, haben wir jetzt wahrscheinlich Februar, März rumwärts. Es ist noch nicht so warm, dass man sagen kann, okay, Jacke weglassen. Weil beide sind noch relativ warm gekleidet. Ich würde tippen, so Februar. Ich weiß nicht, dann waren sie wahrscheinlich 2-3 Monate unterwegs. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit, ich jetzt hier. What? The fuck hat der mich jetzt gesehen? Ich war im Gras. Ich glaube, das waren alle. Ja, sieht so aus. WTF, Alter. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert, oder? Vielleicht sind sie nicht bis hierher gekommen. Ach, vielleicht. Suchen wir das Benzin. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück.
Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Und überlegt mal, da gibt's wirklich Leute, die leugnen den Holocaust. Dass der nicht gewesen ist. Das kann man sich nicht ausdenken. Ja, den Kalister kriegen wir hier, aber das Benzin kriegen wir, glaube ich, im Gerichtsgebäude. Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Manchmal bete ich. Nur so viel. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Was ist das? Das ist die Tora. Wie was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Hm. Hey, was machst du da? Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme? Okay. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. ...5774. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Okay, das ist aber hier fertig. Kann man hier wieder weggehen, Ali. Die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Zumindest ist es hier friedlich. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Hey. Musikladen Valiant. Wollen wir Vorräte suchen? Okay. Was hast du gerade gesagt?
Also, sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Oh, und genau. So einen habe ich lange nicht gesehen. Na, sieht doch schon besser aus. Oh. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Oh, das ist eine schöne Zeichnung. Verdammt. Ziemlich gut. Wir haben ein paar Platten hier. The Sick Habit. The Sick Habit. Na, so ähnlich. Okay. Wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich habe mir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Da ist doch Pearl Jam. If I ever were to lose you, I'm surely lose myself. Finde ich schön, dass sie das reingemacht haben. Jetzt kommt eine sehr schöne Szene. Eine meiner Lieblingsszenen auch. Ellie singt jetzt ein bisschen. Na, erstmal ein bisschen Stimmen. Let's fucking go. Julie, lose myself. Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch, die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Coming for your love, okay? Take.
to say and odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on. Mich küssen sollen. Ich wollte es. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Sehr schön. Kurz hier noch was schreiben. Sekundo. Wichtig. Etzola. Etzola. So, ich würde aber auch schon sagen, dass es dann hier war. Das war mit der Folge. Wir machen nächste Folge dann hier Weidi. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Wir haben ja fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.